So, hallo, Stream-Ankündigung. Diesen Donnerstag würde ich es gerne mal ein bisschen anders machen als die letzten Male. Denn zum einen ist ein nicht ganz so langer Stream wie sonst, zumindest theoretisch. Das ist noch nicht so. Ne, doch, das ist eigentlich schon sicher. Es ist ziemlich sicher, dass ich Freitagvormittag Nachhilfe gebe. Deswegen, ja, spätestens 1 Uhr hören wir auf. Und ich würde auch gerne, wie man hier sieht, nicht die wir aktuell gespielt haben, spielen, sondern ich würde mir gerne das, was das letzte Mal vorgeschlagen wurde, dieses You Have to Win the Game und Super Win the Game angucken. Also ich habe mir ja Super Win the Game das letzte Mal während des Streams gekauft. Das würde mich schon reizen, das mal auszuprobieren. Und ich würde aber gerne, bevor wir Super Win the Game spielen, die Freeware-Version, also ja, den kostenlosen Vorgänger, nenne ich es halt mal, You Have to Win the Game spielen. Das sieht halt auch ganz interessant aus. Je nachdem, wie lang die Spiele sind, wie groß die Spiele sind, ich habe keine Ahnung, ich kenne die beide nicht. Das wird komplett blind sein. Das Einzige, was ich halt vorher machen werde, ist zu gucken, ob ich die in OBS reinkriege. Ich hoffe ja. Ja, ansonsten, was wollte ich noch sagen? Ansonsten, wenn das jetzt irgendwie komische Spiele sind oder wenn es jetzt euch überhaupt nicht gefällt beim Anschauen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, dann können wir natürlich schon zu irgendwas von da oben wechseln. Aber erstmal würde ich sagen, diesen Donnerstag kein Isaac, kein Meat Boy, kein Puzzle Project 4, kein Shuggy oder Shaggy, sondern You Have to Win the Game und Super Win the Game. Ich hoffe, das hieß so, ich bin mir gerade bei dem Titel nicht sicher. Egal. Vom Spielprinzip her, das sieht aus wie schöne Jump'n'Runs mit so ein bisschen. Eigentlich sieht es aus wie Adventure Jump'n'Runs von der Art her. Ich bin mal gespannt, was es wird. Und wir lassen uns einfach überraschen. Ihr kommt, wenn ihr kommen möchtet. Es wird also bitte kein Mario erwarten. Höchstens, wenn die Spiele total scheiße sind und mir auch gar nicht gefallen. Aber ja, ich denke, wir können davon ausgehen, dass wir Win the Game spielen hauptsächlich. Und ja. Das wäre es gewesen. Danke fürs Zuhören und eventuell bis Donnerstag. Tschüss.